Dankeschön. Ja, mein Name ist Christian Beintner. Ich bin froh, dass ich heute hier sprechen kann für euch. Es ist ein Haufen bekannte Gesichter, die ich heute hier sehe. Und genauso wichtig ist es auch da zu sein für mich. Und als Wohnberater vom HSGB kommt man ja unweigerlich auch ein bisschen in die Wohnbaupolitik hinein, kriegt Sachen mit und weiß, wie unter der Oberfläche die Dinge manchmal gesteuert werden. Es ist ein extrem komplexer Bereich geworden, das muss man sagen. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich kann mich nicht um die Details kümmern. Aber man muss einiges wissen. Und das möchte ich gerne nahelegen. Es wird jetzt ein bisschen technisch, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Unterschied. Aber es muss gesagt werden, dass der Begriff leistbares Wohnen ist. Ich finde es gut, dass er jetzt in Vorwahlkampf natürlich von vielen Leuten verwendet wird. Man hat früher auch gesagt, soziale Gerechtigkeit im Wohnbau. Das ist eigentlich, was man unter leistbarem Wohnen versteht, weil wer den Begriff benutzt, sollte auch wissen, was jetzt derzeit nicht so gut läuft in unserem Land. Ich muss es leider ansprechen, aber ich glaube, es ist richtig. Und zwar, jeder von euch hat sicher in seiner Familie oder in seinem Bekanntenkreis schon jemanden gehabt, der sagt, ich kann mir die Miete nicht mehr leisten, ich kann mir nichts kaufen, ich arbeite, aber mir bleibt nichts. Das kommt bei uns natürlich ganz oft vor, dass die Leute zu uns kommen. Wir haben eine Wohnberatung eingerichtet. Und in jedem Bereich, sei es ein Mietbeitrag, sei es ein Beitrag für Bau, Kauf, Sanierung der Wohnungen, sei es für einen Vorschuss auf die Steuerabschreibung, in jedem Bereich im Wohnbau ist es mittlerweile so, dass das Land ein System darüber gestülpt hat, das nicht mehr autonom, uns nicht mehr autonom sein lässt. Das heißt man EWE. Diese EWE, die einheitliche Einkommens- und Vermögenserhebung, was das in der Amtssprache, ist so gestaltet, dass sie uns zugleich an Rom bindet. Und das wollten wir nicht. Wir wollten sagen, Südtiroler Wohnbau ist eigenständig geboren worden. Seit 1971 gibt es Beiträge. Das Land reguliert sozusagen das Wohnen für die Einheimischen und so soll es auch bleiben. Jetzt sollen wir sagen, mit dieser Ankettung an Rom haben wir eigentlich diese Zuständigkeit zu einem großen Teil in Rom selber abgeben und selbst darf man nicht haben. Wir müssen dagegen steuern. Wir können es besser. Das System der Einkommensberechnung, dass man sagt, eine Familie kommt zu mir, ich bemesse jetzt, wie arm oder wie reich ist die. Also wie arm und wie reich sind die Leute. Früher hat es auch Einkommensbereinigung gegeben, das heißt, man zieht die Freibeträge für die Kinder ab, man zieht die Freibeträge für die Lohnabhängigen ab und unterm Strich kommt das bereinigte Einkommen raus. So hat man es uns vorgestellt gehabt, so wäre es autonom gewesen. Heute, in den letzten 5 Jahren eben, hat es einige Schritte gegeben, wo wir da zurückgegangen sind. Das heißt, heute zählen sogar Steuerabschreibungen, das heißt, die Nettosteuer, die ja von Rom jedes Jahr festgelegt wird, in der Finanziaria, hat Auswirkungen auf alle Wohngelder in Südtirol, auf alle Mietbeiträge, auf alle Beiträge für Bau, Kauf und Sanierung. Und das ist, glaube ich, ganz der falsche Weg. Jetzt, es ist mir ein Anliegen, das zu sagen heute und da zu sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, da mitzuwirken, steuert das Schiff in eine andere Richtung. Weil die Familien werden es euch danken. Eine Steuerabschreibung darf niemals zu einem Ausschluss führen, dass jemand keinen Beitrag mehr erhält, dass jemand ausgeschlossen wird und nicht weiß, warum er ausgeschlossen worden ist. Das ist das größte Defizit, glaube ich, was wir haben. Deswegen mein Appell, diese EWE ist nicht gut für uns. Wir können den Wohnbau selber gestalten in Südtirol. Nehmen wir ihn wieder in die Hand und machen uns die Spielregeln selber, weil wir können sie transparent machen, wir können sie fair machen und wir können sie so machen, dass jede Kategorie, die es sich verdient, auch einen Beitrag kriegt. So kann man Wohnraum für die Einheimischen auch sichern, glaube ich. Ich glaube, das meiste habe ich gesagt, es gab nicht nur in der Materie einige, natürlich nur ganz viele Sachen. Seit 2013 hat sich vieles in die falsche Richtung entwickelt. Und da möchte ich schon bitten, dass ihr da nochmal genau dahinter geht. Bitte lehnt die EWE ab, wenn ihr ins Gespräch kommt und wählt den autonomen Weg in Südtirol.
Alles klar. Vielen Dank.